Ja. Ja? Ja. Oh, fuck. So, servus miteinander. Wie unschwer zu erkennen, ich bin weder in Österreich noch in Bayern. Ich habe ein bisschen eine längere Anreise in Kauf genommen. Ich bin dieses Mal in Spanien. Bin gerade gelandet und sitze jetzt im Auto und bin auf dem Weg zum Wasser. Wo es dieses Mal genau hingeht, das erzähle ich gleich. So, endlich am Wasser angekommen. Und schaut euch das an. Was ist das eigentlich für ein Blick? Wahnsinn, oder? Jetzt ist es allerdings so, hier in Spanien, und ich bin ungefähr eine Stunde nordöstlich von Barcelona. Da haben sie genau das gegenteilige Problem von uns. Nämlich ist hier in Spanien extrem wenig Regen gefallen und die Flusspegel sind super niedrig. Das Wasser ist super klar. Das wird eine schwierige Fischerei. Ich bin unterwegs mit dem Dani und schauen wir mal, ob wir ein paar schöne Fische ans Band kriegen. Dann haben wir den ersten. Fisch. Hier sind lauter große Steine und im Grunde gehen wir im Fluss und diese Steine sind zum Teil oder großteils von Pflanzen umwuchert, so wie da jetzt zum Beispiel, dass man überhaupt nicht weiß, beim nächsten Tritt ist ein Stein unter mir oder nicht. Und das ist speziell im Drill extrem schwer. Von Kamera. Ja, ja. Fucking nice. The moment. Ah, the stick. Mierda! Oh. Hebe. Ja. Oh. Came up again. Oh, fuck. Ja. Ja? Ja. Oh, fuck. Ja, ja. Oh, no. Oh, I lost it. Normal. Oh.
But it's amazing. It's a good fish. Yeah. On a dry fly. Wow. Oh. Alter Schwede, alter Schwede. Jetzt haben wir uns wirklich die zwei ersten großen Fische schwer erarbeitet und verloren. Aber es macht überhaupt nichts, weil wir sind hier in so einer geilen Natur. Und diese zwei großen Fische auf Trockenfliegen nach oben zum kriegen, geil, 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 geil. Da braucht man manchmal den Fisch gar nicht fangen. Ja. Sudele, kleine Kreativpause ist auch gesagt. Jetzt gibt es was zum Essen und das ist in dem Fall gar nicht so leicht, weil im Flieger natürlich kein Gas mitgenommen werden darf. Und es leider hier in Spanien diese Gasflaschen mit meinem Schraubverschluss nicht gibt. Das heißt, ich habe zur Gasflaschen dazu jetzt auch noch einen Kocher kaufen müssen. Aber was macht man nicht alles für ein gutes Stück Fleisch? Am Wasser und das machen wir uns jetzt. Gut zu Fuß, das werden wir auf jeden Fall sein, ist ein kleiner Dschungel da. Ich bin fucking crazy, Baby. Brown. Also da vorne steht ein relativ großer Fisch dicht unter der Oberfläche, direkt vor dem Baum. Ja, da hat er ja gerade eine Trockenfliege genommen. Dann schmeißen wir jetzt mal oben, wenn der Wind nachlässt. Okay. 0,10er Vorfach. Really nice. Be careful. Ja. It's going down. Also noch ist die Schnur drauf und ich bin nicht im Becken. Fisch!
So, guten Morgen miteinander. Dieses Mal die letzten Worte nicht vom Wasser, sondern aus dem Auto auf dem Weg zum Flughafen. Es geht wieder heim. Jo, was sagen wir zu Spanien? Eine super Erfahrung hier, eine wunderschöne Natur, fast dschungelähnlich. Tolle, wilde, makellose Fisch. Leider, muss ich sagen, habe ich die größten Fisch verloren, im Drill verloren. Das ist natürlich ein Moment, wo man am Wasser schon einmal erst einmal ausrasten kann, das gebe ich zu. Aber im Nachhinein, ich weiß nicht, was ich anders machen hätte sollen. Ich habe schon große Fische unter besseren Bedingungen gelandet, ich habe schon große Fische unter schlechteren Bedingungen gelandet. Sagen wir mal so, das Ufer ist wirklich hart, wenn du im Drill bist, der Fisch geht und du musst nach, weil du einfach sehr, sehr große Sterne, fast Felsen im Weg liegen, über die du dann drüber springen musst. Und da sind mir ehrlich gesagt meine Haxen ein bisschen schade, dass ich mir die da brich. Aber es ist, wie es ist. Deswegen heißt es Angeln und nicht Fische fangen. Bedingungen vom Wasser her waren natürlich nicht optimal, waren schwierig. Wasserglas klar, ein Drittel vom Abfluss als normal. Methoden, Euronymph, Indicator und Trockenflirren, alles gefischt, mit allen Methoden Fisch gefangen. Es war wirklich eine geile, kurze Zeit hier in Spanien. Und jetzt freue ich mich aber schon wieder auf ein bisschen Kiesbankfischen daheim in Bayern und Österreich und hoffe, ihr seid wieder mit dabei, wenn es ans Wasser geht. Würde mich sehr darüber freuen. Bis dahin. Servus. Ciao.